7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this new crazy mother. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Online. Und heute spielen wir wieder eine Runde Bed Wars, Freunde. Lange kein Bed Wars mehr gespielt. Das kann nur gut werden. Aber hey! Und wundert euch nicht, dass so wenig Leute hier auf dem Server sind. Ich hoffe, ich werde nicht hier rausgeschmissen. Denn es ist jetzt... Es ist halb neun. Ja, es ist halb neun, Freunde. Das bedeutet, ich nehme gerade um halb neun Uhr morgens auf, mitten in einer Woche. Man kann eigentlich... Wo ist denn hier? Bronze oder so? Ah, danke. Man kann eigentlich nicht erwarten, dass hier viele Leute sind, weil die sollten eigentlich in der Schule sein. So wie ich auch. Nein, ich bin natürlich ganz legal hier gerade. Okay, der baut sich schon mal rüber, das ist ganz nice. Ich fahre nämlich heute auf Studienfahrt, für die, die es nicht mitbekommen haben. Und ich muss ganz schnell noch ein Video aufnehmen und schneiden und das mache ich einfach heute. Ich weiß nicht, wie gut es heute funktionieren wird mit dem guten Gameplay. Freunde, aber ich gebe alles hoch. Oh, okay. Ich bin echt langsam. Okay. Und zumindest wartet er nicht. Leute, ich bin ja richtig lahm geworden. Scheiße. Ich hoffe, ich kann einfach irgendwie was reißen, indem ich weiter nach vorne laufe oder keine Ahnung. Ist da Fokus eigentlich? Ich habe ihn jetzt nicht kaputt gemacht, wenn er da war. Das wäre traurig. Aber es sieht ganz gut aus. Ja, ich bin so ein Mensch, der springt einfach gerne mal rein und riskiert mal ein bisschen was. Ich bin zwar jetzt schon halb tot, aber man kann ja einfach mal was versuchen. Wenn ich einen kille, dann bin ich einfach glücklich und er laggt total. Aber hey, soll mich nicht weiter stören. Oh Leute, vielleicht schaffen wir das ja sogar, Bett abzubauen. Das wäre ja witzig. Ich meine, auch wenn dann mein Team verliert, habe ich zumindest ein Bett abgebaut. Das wird mich schon mal sehr glücklich machen. Nein! Nein, 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 nein! Guck mal, aber jetzt ermöglicht dem Roten, das Bett abzubauen. Bin ich geil. Guck mal, er hat einfach einen Boden. Alter, sind wir geil. Oh, ich hole mir einfach nochmal ein paar Blöcke und dann rush ich wieder rein, Leute. Heute ist aber der Rush Day. Hier muss aber schnell mal was gemacht werden. Die Runde muss fix vorübergehen und irgendwie... Schaffe ich hier gar nichts. Ich glaube, mein Teammate hasst mit. Oh, da steht einer. Ich habe mich schon gewundert, auf wen er ballert. Okay. Er will nach vorne. Ah, okay, er hat die weggehauen. Wir haben echt guten Teammate. Ich glaube, er hasst mich über alles. Scheiße. Eisen. Wo ist Eisen? Wo? Fragezeichen. Ich kenne diese Map überhaupt nicht. Ich bin echt schlecht geworden, Leute. Ich schäme mich gerade richtig, arme Teammate, ey. Bei den Ballons außen. Da? Nein, locker nicht. Alter, ich bin gleich down. What the fuck? Da ist Eisen? Warum denn nicht? Na? Arschloch. Unser Bett ist down. Oh, wow. Dann gehen wir mal zurück in die Lobby und versuchen, noch eine vernünftige Runde abzugreifen. Ich bin ja jetzt ein bisschen eingespielt. Ach ja, Freunde. Ich fliege gleich nach Wien, habe ich das schon erzählt. Einfach mal nach Wien. Ich war noch nie in Österreich oder geschweige denn in Wien. Ich denke, das eine schließt das andere auch aus. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr irgendwie auch eine Abschlussfahrt oder sowas habt bei euch in der Schule. Ich habe ja meine Studienfahrt. Wir werden halt auch Schule machen. Ja. Okay, nice. Wir haben es auf jeden Fall in die Runde geschafft. Da ist das Bett. Ah, nee. Hä? Oh, die Map hat sich ein bisschen geändert. Wurde anscheinend überarbeitet oder so. Ich kenne die auf jeden Fall noch so, dass hier oben das Bett steht. Und, obwohl, nein. Stimmt, das stand da unten. Ich glaube, es gibt zwei Arten von diesen Maps. Und bei der einen stand das Bett auf jeden Fall hier oben in der Mitte. Und da waren ja auch kein Gold und kein Silber oder so.
glaube, ich hole mir ein Schwert aus einem Silber. Wenn da mal was kommen würde. Ah. Schön. So, da sind wir direkt ein bisschen geschützt. Wenn ich mir sowas kaufe, dann falle ich meist direkt auch runter. Das ist immer richtig perfekt. Der ist in unserem Team. Stopp, ich wollte mir eine Spitzhacke holen. So, der Rest ist mir egal, den will ich gar nicht haben. Bisschen Bett zu bauen ist immer gut. Muss ich auch mal jemand drum kümmern? So. Das war relativ schlecht, aber besser als nicht. So, Leute, ich verrate euch jetzt mal hier die übelsten Geheimtricks. Oh, Kacke, die kommen. Man tut so, als hätte man nur eine Spitzhacke und dann hat man ein Schwert und ballert sie runter. Genau so macht man das. Oder man läuft ihnen entgegen und ballert sie runter, ist auch in Ordnung. Digga, komm her. Ah, scheiße. Ich bin so schlecht. Ich mache jetzt meine Rush-Taktik. Aber wir werden jetzt im Hintergrund nicht gekillt, während ich hier meine Rush-Taktik ausbaue. Und das hört sich immer so übercool an. Oder ich versuche es so cool klingen zu lassen. Aber eigentlich ist es nur, ich kaufe mir eine Spitzhacke und Blöcke. Und laufe nach vorne. Aber damit war ich früher in meinem Freundeskreis tatsächlich bekannt. Dafür. Ich hasse diese Scheißsticks. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Auch großer Insider bei meinem Freund und mir. Dass ich mich immer über diese Kack-Sticks aufgeregt habe. Die einfach so abgefuckt haben. Oh oh. Oh oh. Wir wurden abgebaut. Panik. Angst. Ja, wir. Okay. Jetzt müssen wir eigentlich echt aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Aber ich bin so ein Risk-Taker, dass ich das aber nicht mache. Leute, ich will euch hier was Gutes bieten. Deswegen auch ein bisschen Gameplay, aber ich glaube, die haben auch Bogen und so schon. Eigentlich ist das ziemlich dumm, was ich hier mache. Weil ich bestimmt gleich runterfalle und nicht weit kommen werde. Aber ich will in deren Base einmal. Das war eine doofe Idee. Ich will zumindest den bitte totreißen. Oh Gott, er hat ein gutes Schwert. Oh Mann, ich wollte eine gute Runde haben. Ich hänge noch eine dran. Okay, wir versuchen mal noch in eine andere Runde reinzukommen. Und dann, wenn die nichts wird, dann werde ich definitiv einfach mal mich hinsetzen und üben. So. Oh, die Map ist ganz schön. Oh, oh. Ich baue direkt das Bett von den Grünen ab, damit wir mal Erfolg haben. Nein, so ein trauriger Mensch bin ich da nicht. Nicht alles für die Stats. Das wäre ja traurig. Während die versuchen sich. Er hat sich runtergepackt. Er hat sich einfach runtergepackt. Okay, dann baue ich uns vorüber. Habe ich einen kleinen Erfolg errungen. Das Ding ist. Ich glaube, die sind gerade alle runtergefallen. Ich versuche jetzt einfach. Achso, ist meiner. Hi. Hier, nimm. Ich drop. Ah, ist auch unser. Alter, wir haben die Mitte. Was geht denn hier ab? Nein, er baut unser Bett ab. Warte, ich kill mich. Vielleicht kann ich's noch retten. Leute, jetzt kommt der Pro hier. Nein! Okay, das war zu risky. Nein, ich bin down. Nein! Ich wollte uns rennen. Ich wollte die Heldin spielen. Okay, auf jeden Fall haben wir was gelernt, Leute. Ich muss erstens lernen, Bedwatch zu spielen. Zweitens, wenn ihr die Möglichkeit habt, den Helden zu spielen, tut es nicht. Sieht ganz so aus, wenn Gabe gewinnt. Sieht ganz so aus, als wenn Blau gewinnt. Ja, aber ich bedanke mich. Ich würde natürlich jetzt noch weiter spielen, bis ich irgendwie mal einen Erfolg habe oder so. Aber ich will auch nichts verschönen und außerdem habe ich keine Zeit mehr. Nein, ich will aber hier nicht irgendwie so einen auf... Ich nehme nur die besten Runden machen. Ich will euch ja auch meine Spielentwicklung zeigen und es ist einfach...
Es ist einfach gerade die Wahrheit, das, was hier gerade passiert ist. Ja. Aber Leute, ich muss mich jetzt leider verabschieden, denn ich fliege nach Wien jetzt. Und während ihr das seht, bin ich schon in Wien. Naja, auf jeden Fall, Leute, niemand ist perfekt. Macht's sich gut, macht's besser und ciao.